Ich bin die Sandra Selimovic, ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Ich habe mit 12 schon meine erste Rolle im Fernsehen bekommen, eine Romni zu spielen. Allerdings waren die Regisseure absolut ahnungslos und haben diese Figur total klischeebehaftet gezeigt. Sie haben uns wirklich in so Wohnwegen gezeigt und dann haben sie mir gesagt, ich soll Rumänisch lernen für diese Rolle. Das heißt, sie wussten nicht einmal, dass Roma Romanes reden, nicht Rumänisch. Als ich dann älter war, vor allem beim Film, habe ich oft für Castingrollen vorgesprochen, wo ich entweder eine Prostituierte war oder für eine Bettlerin. Am Theater war es etwas diverser, deswegen bin ich am Theater geblieben. Und 2010 habe ich mit meiner Schwester Simonida Selimovic den Roma-Theaterverein Romano Svato gegründet. Weil wir beide es satt hatten, immer für Rollen gecastet zu werden, die die Klischees der Roma oder ethnische Gruppen reproduzieren sollen. Und wir beschlossen haben, wir möchten unsere eigenen Geschichten erzählen. Wenn schon jemand über Roma spricht, dann sollten wir es sein. Einer unserer größten Projekte war Roma-Armee. Die Idee kam von meiner Schwester und mir. Wir haben sie zusammen entwickelt mit der Regisseurin Yael Ronne. This is Sandra. She's macho. She's Roma. A macho Roma. Das Besondere an dem Stück war auch, dass wir erstmals 6 Roma-SchauspielerInnen aus verschiedenen Ländern waren. Gaggi. 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 We call it Gabo. We call it Gorgia. We call it Goy. Roma-Armee war von mir aus so gedacht, dass wir noch nie den Anspruch hatten, ein Land zu besetzen. Das heißt, Roma haben kein Land. Wenn man sich vorstellt, dass wir eine Volksgruppe sind, die schon seit Jahrhunderten immer schon verfolgt wurden, also schon aus Indien vertrieben, verkauft wurden als Sklaven. Wenn deine eigenen Leute versklavt, ermordet und sterilisiert wurden und immer noch in Brand gesteckt, deportiert, erniedrigt, unterdrückt und diskriminiert werden. Das heißt, in dem Stück geht es auch darum, dass wir auch unsere Geschichte aufarbeiten. Und es ging auch um ein Coming-out. Wir wollten auch unsere eigenen Leute dazu empowern und positive Role Models zeigen. Ich bin Romni, ich bin queer und ich bin lesbisch. Und ich entschuldige mich für nichts von dem. Es geht darum zu zeigen, dass es nicht die Roma gibt, sondern dass wir unheimlich divers sind. Ich wünschte mir, wir würden Roma rebranden. Ich wünschte mir, dass wir die Leute dazu bringen, über uns anders zu denken. Wenn wir plötzlich uns legitimieren und sagen, wir können so einen Raum nehmen wie Staatstheater, dass es plötzlich eine Legitimität hat und normalisiert wird, dass wir auch alles spielen könnten eigentlich und nicht nur uns selbst.